Hallo ihr Lieben, in diesem Video gibt es etwas, was eher aus dem Coaching kommt, also aus meiner Coaching-Praxis, was mir immer wieder auffällt. Und zwar betrifft es das Menschenbild, das wir haben, oder vielleicht auch genauer das Bild von unserer Psyche, von dem, wie wir funktionieren, das wir haben. Vielleicht auch weniger die Vorstellung als vielleicht die Praxis, wie wir mit uns selber umgehen oder die Vorstellung davon, wie wir mit uns umgehen. Also es ist, ihr hört schon, kompliziert, obwohl der Hintergrund dahinter eigentlich ganz einfach ist. Also die drei Varianten, die mir wieder auffallen, wie Menschen mit sich selber umgehen, schauen ungefähr wie folgt aus. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die ist tatsächlich ernsthaft der Meinung, dass dieser Apparat hier oben, also was wir manchmal so etwas verkürzt den Kopf nennen oder unser Bewusstsein, tatsächlich steuert. Das sind auch Menschen, die zum Beispiel glauben, dass Willenskraft eine riesige Rolle spielt, also du musst dich nur anstrengen, du musst es nur wollen und so weiter. Diese Menschen glauben, dass also das hier oben steuert und der Rest hier unterhalb des Kopfes folgt. Also das ist so ein bisschen eben, ich kann immer wieder darauf weisen, das platonische Bild. Vom Wagenlenker aus dem Phaidros-Mythos, das Bewusstsein steuert den Wagen und das kann ihn besser oder schlechter steuern und so weiter. Es ist im Grunde das traditionelle Bild und das gibt es auch noch heute und ist verbreitet. Also es gibt diese Menschen, die glauben das. Dann gibt es Menschen, die wissen eigentlich, dass hier unten, was unterhalb des Kopfes ist, ich weiß, es stimmt nicht wirklich, aber als Bild, also sozusagen das nicht-rationale, Unbewusste, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse, der eigentliche Steuermann ist. Und dass das, was hier oben ist, eigentlich so eine Art eher Rechenmaschine ist, was dann, nachdem mal klar ist, was gewollt ist, irgendwie den besten Lösungsweg ausrechnet. Oder etwas, das nachträglich, nachdem die Entscheidungen gefallen sind, sich schöne Geschichten erzählt, warum das das Richtige ist. Also ein nachträglicher Rationalisierer oder ein nachträglicher Geschichtenerzähler ist, nachdem längst die Würfel gefallen sind, in welche Richtung es geht. Also die wissen, dass das eigentlich so ist, aber sie tricksen sich selber aus, indem sie immer wieder Dinge, die also reine Kopfgeburten sind, sich erzählen, dass das aus ihrem eigentlichen, ich nenne es jetzt mal so, tieferen Wollen kommt oder aus ihrer Bedürfnisstruktur und die also permanent gefangen sind darin, dass sie das verwechseln. Ja, also es fällt ihnen einfach schwer zu unterscheiden, was ist eine Kopfgeburt und was ist wirklich gut angebunden mit den tieferen Wünschen und Bedürfnissen, die halt ein Mensch so hat, die wir im Grunde alle haben. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe, die ist in Frieden damit, dass also sozusagen die Entscheidungen einfach aus der tieferen Ebene von uns selber kommen, aus unseren Gefühlen, Bedürfnissen verkürzt gesprochen, wenn man so will, aus unserem Unbewussten. Und dass also sozusagen der bewusste Apparat, mit dem wir rumlaufen, also mit dem wir uns häufig auch stark identifizieren, eigentlich nur so ein Exekutivorgan ist. Also nach der Devise, es ist längst klar, in welche Richtung es geht. Und jetzt du da oben Kopf, überleg dir mal eine schöne Geschichte, warum das toll ist. Oder überleg eine schöne Geschichte, wie wir das denn erreichen, wie wir all diese verschiedenen Bedürfnisse, die wir so haben, in einer Strategie oder in einer Handlungsform irgendwie integrieren können, wie wir das alles gleichzeitig befriedigt kriegen. Ne, so. Und diese drei Grundformen gibt es, also Leute, die denken, der Kopf steuert, Leute, die denken, irgendwie der Rest des Körpers steuert und Leute, die wissen eigentlich, dass der Körper steuert, aber kriegen es nicht so richtig gebacken, das zu unterscheiden. Das große Problem scheint mir zu sein, also ich weiß auch, dass das in der Forschung mittlerweile wieder angezweifelt wird. Es gab mal so einen Forschungsstrang, der hat das also sehr stark betont und es schien alles klar. Mittlerweile, so am Rande mitbekommen habe ich, dass es auch wieder Leute gibt, die sagen, nee, das bewusste Entscheiden hat doch mehr, spielt doch eine größere Rolle. Ich halte das tatsächlich aus der Praxis kommt für eine Illusion. Also tatsächlich ganz hart gesagt, egal was die Forschung noch rausfindet, aus der praktischen Arbeit mit Menschen bestätigt sich einfach dieses, ich nenne es mal platonische Modell überhaupt nicht. Also viel eher bestätigt sich ein Spruch, den man eben bei Schopenhauer finden kann. Ich bin kein großer Schopenhauer-Fan. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an Schopenhauer gut finde, ist dieser Spruch. Und der Spruch lautet: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das heißt, der Wille, was ein Mensch will, ist nicht verfügbar, sondern ist ein Hard Fact. Mit dieser Hypothese arbeite ich jetzt seit vielen, vielen Jahren im Coaching. Und damit kann man sehr gut arbeiten. Ja, also sozusagen, wenn man davon ausgeht, das, was ein Mensch will, steht eigentlich. Und daran rumzudoktoren und also am Willen zu arbeiten, ist völliger Quark. Ja, also man arbeitet dann gegen das Betriebssystem eigentlich eines Menschen. Man sollte halt mit dem Betriebssystem arbeiten und man sollte auch Menschen befähigen, dass sie selber mit ihrem Betriebssystem arbeiten, also dass sie praktisch sich selber hinter ihren Plänen haben, ihre eigene Schubkraft, ihre eigene Energie hinter ihren Plänen haben. Und dazu muss man halt davon ausgehen, dass diese Schubkraft von sich aus eine Richtung hat oder von sich aus eine Rationalität hat, eine innere Logik hat, eine innere Struktur hat, die man nicht einfach durch Wünschen oder durch Betüdeln in eine andere Richtung transformieren kann.
So zumindest arbeite ich. Also ich nehme Menschen sehr stark als Hard Facts. Das hat eine drastische Konsequenz und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, warum viele Menschen Schwierigkeiten haben, dieses, ich würde eben sagen, realistische Bild vom Menschen, von der menschlichen Psyche anzunehmen. Und das betrifft das Thema Verantwortung. Wenn das so ist, dass wir eigentlich in großen Teilen für uns selber unverfügbar sind, dann scheint das das Konzept der Verantwortung, also ein jeder trägt für sich selber die Verantwortung, ad absurdum zu führen. Also nach der Devise, es ist schwierig, einen Menschen für was verantwortlich zu machen, wenn dieser Mensch das gar nicht anders kann. Also sozusagen, wenn er gar nichts anderes wollen kann, als was er will, als was er eben will. Und ne, wir sind dann also großteils für uns selber verfügbar oder wenn man es noch drastischer ausdrücken will, Opfer unserer selbst, unserer Gewordenheit oder unseres Seins oder wie auch immer, weil es eben nicht große Teile und die wichtigen Teile von uns gar nicht verfügbar sind für uns. Dazu ist mein Standpunkt folgender und er ist halt paradox und auch das ist wahrscheinlich eher schmerzhaft und nicht sonderlich attraktiv. Es gibt am Thema Verantwortung zwischen Menschen aus sozialstrukturellen, aus sozialdynamischen Gründen gar kein Entkommen. Wir machen einander verantwortlich, ob wir wollen oder nicht, und zwar ob das Sinn macht oder nicht. Es ist sozusagen fürs soziale Miteinander wichtig, dass wir mit dem Konzept Verantwortung arbeiten und das auch dann, wenn wir eigentlich gar nicht verantwortlich für uns selber sind. Also die Kurzstruktur ist, wir sind verantwortlich für uns selber, obwohl wir eigentlich nicht verantwortlich sind. Weil große Teile an uns genetischer Art oder frühkindlicher Art oder anderer Prägungsart ist, sozusagen, es kann gar nicht anders sein, wir sind halt so, müssen aber halt trotzdem dafür, was wir sind, Verantwortung nehmen, obwohl wir eben nicht verantwortlich sind dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und das ist eine paradoxe Struktur, die wahrscheinlich einfach unangenehmer ist oder schmerzhafter ist als das Bild so, ich bin Herr meiner selbst, ja, es ist alles eine Frage des Willens. Dazu kann ich als Philosoph nur sagen, der freie Wille wurde erfunden von Aurelius Augustinus, Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus, in einer schönen Schrift, die lautet De Libero Arbitrio vom freien Willen. Und sie wurde ganz offensichtlich erfunden, um die Theodizee-Frage zu klären. Da ging es nicht um den Menschen. Da ging es um die Rechtfertigung dessen, dass ein Gott, der allmächtig ist, eben auch allgütig und allwissend sein kann. Also dieses berühmte Paradoxie des Theodizee-Problems. Wie kann es sein, dass es Schlechtes, dass es Böses in der Welt gibt, wenn Mensch, nicht wenn Mensch, wenn Gott allmächtig, allgütig, allwissend ist? Das ist halt so ein innerliches christliches Theologieproblem, das zum Beispiel der Platonismus noch gar nicht hatte, weil Platon nicht von einem allmächtigen Gott ausgeht, sondern von einem nur teilmächtigen Gott, der immer einen Widerstand hat auf der anderen Seite, gegen den er sich nicht durchsetzen kann. Das hat man dann in der christlichen Theologie kassiert und weil das ein logisches Problem aufwirft, hat der gute Augustinus, der ein sehr guter Platoniker und ein sehr guter Theologe und ein sehr guter Philosoph war, den freien Willen erfunden, als letztlich ein rein logisches Puzzleteilchen, um seine merkwürdige Theologie aufrechterhalten zu können. Also die Erfindung des freien Willens in der christlichen Theologie oder im abendländischen Raum hat ganz eindeutige Wurzeln in der Lösung der Theodizee-Problematik. Der Mensch hat dabei nie wirklich interessiert. Also es war nie eine psychologische Theorie. Dass es zu einer psychologischen Theorie geworden ist, darunter würde ich sagen, leiden wir noch heute. Also wir haben ein ganz merkwürdiges Menschenbild in der abendländischen Kultur und nicht ganz wenige Menschen hängen dem an. Und ich als jemand, der also jetzt seit vielen, 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 vielen Jahren unendlich viele Menschen gecoacht hat, die heute so rumlaufen, kann sagen, Menschen, die das ernsthaft glauben, haben riesige Probleme, weil sie im Grunde folgende Struktur haben. Sie haben immer wieder komische Kopfgeburtengedanken und denken, das sind sie. Sie identifizieren sich damit. Und das bedeutet aber, dass sie heute Hü, morgen Hott sind, weil der Kopf kann sich alles Mögliche erzählen, der kann sich alle möglichen Geschichten erzählen, der kann alle möglichen so und das geht schlagartig, mal ist das stimmig, mal ist das stimmig, das ist so, heute hast du noch das erzählt, morgen hast du das erzählt, was den Leuten fehlt, ist eigentlich die Erdung in ihrem eigenen Sein. So, es klingt ein bisschen pathetisch oder esoterisch, ist aber echt ganz handfest. Das sind also Menschen, die also letztlich nicht auf sich selber hören oder die gar nicht wissen, dass es da was gibt, auf was man hören kann. Und selbst wenn sie es wissen, dass es da was gibt, hören sie nicht drauf, sondern sie hören auf ihre komischen inneren Kopfstimmen, die halt heute das, morgen das erzählen. Also letztlich ist es genau umgekehrt, wie das, was Platon gedacht hat. Der Kopf ist das unverlässlichste Organ, das wir haben. Der Kopf ist ein Geschichtenerzähler und eine relativ leicht korrumpierbare Rechenmaschine. Der rechnet dir alles aus,
Aber er rechnet in jedem Auftrag. Also kurz gesagt, unser Kopf ist eine Bitch. Ja, sozusagen. Unser Kopf tut es mit jedem komischen Impuls, kann der sich eine Strategie überlegen oder eine Geschichte erfinden. Und das ist, hat keinerlei Erdung, keinerlei Substanz. Die Substanz kommt tatsächlich aus dem unverfügbaren Wollen der Menschen, aus dem, was eigentlich steht. Und Menschen, die das nicht wissen, dass das so ist, oder Menschen, die das wissen, dass es so ist, aber das nie nicht so richtig in die Praxis kriegen, sind absolut die Hölle für sich selber und auch für ihre Mitmenschen. Das sind diese Menschen, die dir heute das erzählen und die können, sind in der Lage, dir eine halbe Stunde später genau das Gegenteil zu erzählen. Und das machen die nicht einmal, das machen die die ganze Zeit. Ja, also da ist keinerlei Erdung, da ist keinerlei Gewicht, keinerlei Trägheit. Und diese Leute leiden sehr unter sich und ihr Umfeld leidet in der Regel auch sehr unter ihnen. Und von diesen Menschen darf ich berichten, gibt es nicht wenige. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass ich aufgrund dem, wie ich bin, das kann natürlich wirklich sehr gut sein, solche Menschen anziehe und deswegen ich also in einer Blase lebe, in der es sehr viele solche Menschen gibt. Oder es ist so, dass ich einfach, weil ich habe wirklich sehr, sehr unterschiedliche Leute im Coaching, tatsächlich gut in Kontakt bin, so mit dem Schnitt der Gesellschaft, wie es wirklich ist. Das ist die zweite Möglichkeit. Dann wäre es so, dass diese Menschen sehr weit verbreitet sind. Dass es sehr viele Menschen gibt, denen eigentlich ihre innere Erdung fehlt. Also entweder ist es halt eine Blase, ein Bias, das weiß ich nicht. Also meine persönliche Blase, in der das überrepräsentiert ist oder stark überrepräsentiert ist aufgrund persönlicher Eigenschaften von mir. Oder es ist so, dass es einfach sehr häufig vorkommt. Und ich kann aber nur sagen, egal ob es so oder so ist, die Menschen, die so sind, das ist kein leichtes Leben für diese Menschen. Ja, und häufig sind sie sehr intelligent und sehr beredt und können alles Mögliche sich erzählen. Das ist aber nicht zu ihrem Vorteil. Ja, es tut ihnen nicht gut. Ja, häufig müssten sie eigentlich hinkriegen, und das ist gar nicht so leicht, den Apparat da oben stillzustellen und mal in sich reinzulauschen und dem zu vertrauen, was sie da hören, was sie in sich reinlauschen. Oder sie müssten überhaupt einen Begriff davon haben, was in sich reinlauschen eigentlich heißt. Weil viele dieser Menschen, die versuchen, in sich reinzulauschen, was sie dann hören, sind alte Stimmen aus der Vergangenheit, alte Gedanken, Dinge, die andere, frühere, wichtige Menschen mal zu ihnen gesagt haben. Aber das ist nicht die sogenannte innere Stimme. Das ist nicht sozusagen das Tiefere, was da noch da ist. Das ist meistens nicht mehr hörbar oder es hat so eine ganz leise, piepsige Stimme. Oder so wird einfach ignoriert oder wird nicht gehört oder ist vielleicht auch, wird eingeschätzt als bedrohlich oder beängstigend. Ja, nach der Devise, wenn das wirklich das ist, was ich will, dann habe ich ja so große Probleme, das ist ja dann gar nicht lösbar. Und also tue ich mal so, als ob ich was anderes will. Ja, okay, da gibt es aber keine Lösungen, weil das, was du willst, ist das, was du willst. Du kannst nur damit umgehen und du kannst nur Lösungen dafür finden, wie du das sozial verträglich in die Welt bringst, ja, also wie du das bringst, ohne deine anderen Bedürfnisse zu schädigen, weil jeder Mensch hat auch starke Sozialbedürfnisse, also ist daran interessiert, in einem guten harmonischen Verhältnis zu seinen Mitmenschen zu stehen. Und das ist eben die Aufgabe. Die Aufgabe ist, die eigenen Bedürfnisse so zu leben, dass sie zu den Bedürfnissen der anderen passen. Wir sind soziale Wesen, da gibt es kein Entkommen, ja. Und das scheint vielen Menschen so unmöglich und so unwahrscheinlich, dass das möglich ist, dass sie lieber so tun, dass sie nicht wollen, was sie eigentlich wollen und damit sozusagen sich selbst verfehlen und an sich selbst konsequent vorbeileben. Das ist keine seltene Struktur. Das ist sehr traurig und es ist in Teilen auflösbar. Also in Teilen kann man dran arbeiten. In Teilen hat es aber halt einfach ein, es ist halt so, ja, so, ich so, live with it. Und wenn es möglich ist, dann ist es halt schön, wenn man auch das entwickelt, was man manchmal halt Selbstliebe nennt. Ja? Also in der Lage zu sein, das einfach schön zu finden, was, wie man zufällig ist, das schön zu finden und also zu bejahen, dass man halt so ist, wie man ist, egal wie man ist. Ja? Also diese Form von Selbstliebe, die man idealerweise in sozialen Interaktionen lernt, die aber viele von uns in sozialen Interaktionen nicht gelernt haben, weil sie diese Bestätigung ihres Seins gerade in jüngeren Jahren nicht erfahren haben. Ja, es wurde nicht so mit ihnen umgegangen, dass diese Selbstliebe überhaupt hätte entstehen können. Und diese Menschen brauchen oft sowas wie, was man manche Therapieformen nennen, das Nachbeälterung. Das heißt, ein nachträglicher Interaktionspartner im Erwachsenenalter, die bejahen, was die Leute sind, auf einer tieferen Ebene, obwohl die Leute es selbst nicht bejahen. Und dass sie sozusagen aus den sozialen Interaktionen heraus lernen überhaupt, was Selbstliebe überhaupt heißt. Ja, Selbstliebe heißt nicht Liebe zu den eigenen Gedanken. Ganz sicher nicht. Ja. Unsere Gedanken sind kommen und gehen. Unsere Gedanken sind mal so, mal so. Unsere Gedanken sind das Unverlässlichste. Also Logik
im Sinne Platons ist das Unverletzlichste. Das Unverletzlichste ist es, aber das Unverlässlichste ist es auch. Und das ist halt einfach eine Fehlentwicklung gewesen in der abendländischen Tradition, im abendländischen Menschenbild, dass Platon mal gesagt hat, Gefühle und Bedürfnisse seien unzuverlässig. Das, was zuverlässig sei, sei die Logik. Also wenn man sich Platon so ein bisschen wie so ein Mr. Spock vorstellt, liegt man nicht ganz falsch. Also Mr. Spock ist eine Spätgeburt des Platonismus. Da wissen wir einfach, das ist Schmarrn. Also man hat mittlerweile herausgefunden, dass wenn man die Zentren, die also eher Emotionen verarbeiten, wenn die physisch beschädigt werden, zum Beispiel durch einen Unfall, sind Menschen entscheidungsunfähig. Die Entscheidungen kommen eindeutig aus unseren Emotionen, aus unserer tieferen Struktur. Wenn Leute das also sozusagen Mr. Spock wären, könnten sie sich gar nicht bewegen. Sie wüssten gar nicht, was sie tun sollen. Also unsere Grundimpulse kommen immer aus einer eher emotiven Struktur, also nicht aus der Logik, ja, nicht aus dem reinen logischen Denken. Das logische Denken, wie gesagt, ist ein reines Hilfsinstrument, ist ein reines Tool, ein nachträgliches Tool, wenn die Würfel gefallen sind. Das wissen wir mittlerweile relativ klar und ich erlebe es im Coaching beständig, dass es eigentlich so ist. Ja. Und dass Leute, die also das anders glauben, die sich eine andere Vorstellung von sich selber haben, in big, big trouble sind mit sich selber und mit ihrer sozialen Umwelt. Es funktioniert einfach überhaupt gar nicht, wenn Leute das denken. Und in unserem heutigen Europa, in unserem Kulturraum heute, laufen unglaublich viele Menschen rum, zumindest in meinem Umfeld, die das ernsthaft glauben. Die also glauben, sie könnten darüber verfügen, was sie wollen, anstatt dass es einfach gegeben ist, was sie wollen und dass sie eben damit umgehen müssen, was sie wollen und dafür Lösungen finden müssen, sozialverträgliche Lösungen, die sie nicht in beständigen Konflikt mit ihrer Umwelt bringen. Das ist die Aufgabe und ich würde sagen, es ist die Aufgabe von jedem von uns. Es ist nicht leicht und für manche ist es sicher leichter als für andere. Das ändert nichts daran, dass es die Aufgabe ist und es ändert auch nichts daran, dass ihr als erwachsene Menschen dafür verantwortlich gemacht werden werdet von eurem Umfeld, von euren Mitmenschen, egal wie ihr seid. Auch wenn ihr nichts dafür könnt, wie ihr seid. Ihr werdet trotzdem verantwortlich gemacht und weil Mitmenschen für Menschen wichtig sind, gibt es kein Entkommen aus der Struktur, dass man Verantwortung für das übernimmt, was man ist. Auch wenn man nicht dafür verantwortlich ist, was man ist. So zumindest meine paradoxe Haltung zu dem Thema. Ich glaube, dass sich das in meinem Leben nicht mehr weiterentwickeln wird. Also es ist hart erarbeitet, wie man vielleicht hört, aus x Therapien, aus x eigenen Coachings, auch aus meinem begrenzten Einblicken in die Philosophiegeschichte des Abendlands. Das ist alles da eingeflossen und mittlerweile ist es so verfestigt, dass man mich wahrscheinlich, egal was noch kommt, nicht mehr überzeugen können wird, dass es anders ist. Also ich bin da mittlerweile ideologisch, wenn man das so sagen will. Und sollte irgendwann Forschung entstehen, zum Beispiel, die das also zeigt, dass es doch anders ist und dass ich mich täusche mit all dem, was ich hier sage, dann bin ich wahrscheinlich ein Mensch, der für diese Forschung nicht mehr erreichbar ist, also der tatsächlich so ideologisch und verbohrt ist, dass ihn selbst sozusagen neuere wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr umstimmen können, weil es einfach so gelebtes Leben ist und so. Und dann ist es wahrscheinlich gut, wie ich so oft schon erzählt habe, dass wir Menschen sterblich sind, weil mit unserem Sterben sterben auch unsere eingefleischten Irrtümer, die wir meistens dann irgendwann ab der Lebensmitte haben. Ja, also ich bin jetzt Mitte 40 und mit Mitte 40 haben sich verschiedene Dinge so verfestigt oder sind so hart erarbeitet, die man heute glaubt und meint, dass es jetzt unmöglich ist, sie noch aufzulösen. Ja, und dann, auch wenn es Irrtümer sind, lebt man damit bis zum Lebensende. Und dann hat die kommende Generation eine Chance, diese Irrtümer zu revidieren. Ich habe in diesem Punkt diese Chance nicht mehr. Also ich bin da vollkommen überzeugt, dass es sich so verhält. Und das ist also Teil geworden meiner Kernidentität. Und ja, da bin ich also völlig sprachlich, ideologisch verbohrt. Ganz gegen dem, was ich gerade erzählt habe. Ne? Das gibt es auch. Und das ist halt die Frage, ist man da im Verhältnis in Stimmigkeit mit sich selber? Oder ist man da eigentlich im Krieg mit sich selber? Und ich würde sagen, ich bin da sehr, sehr, sehr stimmig mit mir selber. Aber vielleicht ist da eben auch das nur eine schöne Geschichte, die ich mir selber erzähle und die ich mir besser nicht erzählen sollte. Aber wie gesagt, für mich gibt es da keinen Ausweg mehr aus dieser Geschichte. Das ist so, diese Geschichte ist zu wichtig für mich. So, in diesem Sinne, dieser Versuch einer transparenten Offenlegung, wie das bei mir so steht und ist, fair enough, wenn ihr es anders seht. Ich kann immer nur meine Erfahrungen teilen, wie es für mich ist und was ich so erlebe und welchen Reim ich mir drauf mache. Wenn ihr es anders erlebt oder euch einen anderen Reim drauf macht, als was ihr erlebt, fair enough. Ich habe überhaupt kein Problem. Da bin ich also, ich behaupte mal so, der liberalste Mensch, den es gibt. Möge ein jeder nach seiner Fasson glücklich oder unglücklich werden. Im privaten Leben hat jeder die Möglichkeit, auch Irrtümern anzuhängen. Und das ist halt dann auf eigene Rechnung. Ne? Da leidet halt höchstens das Nahumfeld drunter, wenn also jemand ein völlig verqueres Menschenbild hat. Ja? Und dieses Nahumfeld kann sich ja auch immer aussuchen, ob sie mit diesem Menschen nah zusammen sein will. Ja? Also man kann ja auch Menschen aus dem Weg gehen. Man kann auch Menschen, die sehr nah sind, also sowas wie Partnern, Eltern, Kindern,
mit der Zeit aus dem Weg gehen, wenn halt das so überhaupt nicht funktioniert. Und all das habe ich selber schon erlebt. Also ich kann sagen, ich rede hier aus Erfahrung. Insofern, wenn euer Nahumfeld unter euch leidet oder ihr unter eurem Nahumfeld leidet, das ist ab dem Erwachsenenalter spätestens selbstgewähltes Leid. Wenn ihr Menschen um euch habt, die einfach ganz, ganz, ganz merkwürdige Dinge glauben und merkwürdige Dinge meinen und jetzt sucht ihre Nähe und geht ihnen nicht aus dem Weg und obwohl es ein beständiges, leidhaftes Verhältnis ist, dann habt ihr euch das so ausgesucht und seid dafür verantwortlich. Egal, ob es aus eurem tieferen Selbst kommt oder aus irgendwelchen Kopfgeburten, aus irgendwelchem Mindfuck. So, ich mache jetzt Schluss, weil es hier jetzt meinen Tag gibt und ich heute noch viel vorhabe. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass in der Demokratie gelost werden muss.